Willkommen zum 30. Part von Axe Weibli Wolf mit der Lilly. Hi. Wir sind noch mit Berry und Grogu unterwegs und wir zeigen euch jetzt die besten 10 und wir farmen jetzt noch, bis wir wieder gezähmt haben und so und wieder mehr Dinos und Materialien haben. Genau, bis gleich. Ihr seht jetzt eine kleine Zusammenfassung. Wir werden dann wahrscheinlich einfach sagen, oh, wir haben jetzt das und das, wir wissen ja nicht, was kommt. Lasst euch einfach überraschen. Genau. Und ja, wir freuen uns, dass ihr dranbleibt und hören uns dann gleich wieder. Ja. Krass, Berry ist. Direkte Regen aus. Berry ist Level 44. So, der Runde hat jetzt hier. Oh, super! Ein Schrank. Zwei Schränke, ich kann es nicht genau sehen. Mörse? Und was ist das? Kaputter, oder? Bauplan, Mörser und Stößel. Nee, Bauplan brauchen wir nicht. 13. Ich brauche halt unbedingt Fleisch. Hast du Fleisch reingetan ins Lager? Ich habe da irgendwie 100 Fleisch rein. Ich kann noch eine Metallspitzhacke bauen. Wäre das vielleicht gut? Ja, dann mach nur eine für dich. Ja, würde ich auch sagen. Achso, die kostet einen Metallbarren. Die ist voll günstig. So. Einen Metallbarren kostet die nur. Hm. Was soll ich jetzt noch mitbringen? Was bist du gerade im Farmen? Nee, ich bin in der Steinbase. Achso. Ja, da waren nämlich auch noch ein paar Metallsteine. Weil es ist wichtig, dass wir Metall farmen. Ich glaube, ich brauche aber nur 100 normale Pfeile, oder? Ja, wenn du die Schwert sind, dann mach dir doch gar keinen Kopf. Aber ich habe jetzt in die Schmiede ganz viele Pfeile reingelegt, auch für dich, falls man mehr Pfeile braucht, sind hier in der Base. Mhm. 24 Metall habe ich. Ja. Hier sind ganz viele Steine unter Wasser. Wow. Ja, aber es tut mir. Also ich mag halt das Eisen. Das Eisen ist halt wichtig. Naja, ist ja schon klar. Dieser Fahrer mit dem Sattel ist anscheinend du. Ich glaube, ich sehe dich da hinten. Ich bin gleich da. Wir haben 112 Metall! Warte, was ist denn die Hälfte davon? 112. Von 100 ist die Hälfte 50. Und von 12 ist die Hälfte 6. Das bedeutet 56. Ja. 56 Metallbarren. Alles klar. Wir haben 164 Metall. Super, Romeo. Ich wollte unbedingt dieses Bild kurz zeigen. Weil der Romeo unter dem Berry geschlafen hat, das sieht so geil aus. Ja. Und weiter geht's. Hast du jetzt schon den Tyrannodon-Sattel? Ja. Ah ja, okay. Und ich bin wieder Level up. Und ich sollte am besten auf Bewegungsgeschwindigkeit gehen. Ich fliege jetzt kurz hier zu dem Airdrop. Mit Petra? Ja. Super. Hat sie so lange ausgehalten? Ja, hier ist sie jetzt an Ausdauer. Mhm. Hattest du Berry mit zur Base genommen? Berry? Bist du mit Berry geritten oder steht er noch bei mir? Nee. Oh verdammt, er folgt mir. Och. Der wird mir auch immer noch folgen.
Okay. Das sind Sperry auch. Okay, warte. Soll ich irgendwie unten, weil ich bin hier, guck mal, ich bin hier drüben. Ach so, ja, warte, dann fliege ich kurz Barry zu dir. Mal gucken, was da drin ist. Mhm. Die Grünen waren eigentlich immer recht okay. Boah! Ist das Holzsachen, oder? Ja, Holz. Brauchen wir das? Ja, würde ich kommen, würde ich holen. Ja, dann. Weil wir müssen ja jemanden ertragen kann. Oder warte ganz kurz, ich will gucken. Ich nehme es aber mal alles in mein Inventar. Ob sie dann noch fliegen kann. Glaube ich ja nicht. Nee, sie kann nicht fliegen. Zu schwer. Ich will mit Petra los und den Spino eigentlich zähmen. Naja, aber willst du das alleine machen? Ja, wie kannst du mir, wie könntest du mir denn helfen? Keine Ahnung. Dann kann man doch auch noch eine. Wieso kann ich mich denn hier nicht bewegen? Guck mal, du kannst hier Narkosemittel machen. Ja, dann mache ich das. Aber ja, ganz kurz will ich hier. Und was dann halt noch übrig ist, nehmen wir mit. Also. Oh, geiles Fleisch drin. 37 kann ich herstellen. Hose? Ja. Yeah. Was fehlt? Narkobären. Fleisch haben wir ja auch genug. Na, ich habe jetzt das gefarmt, also das war jetzt so viel. Hast du jetzt das Metall aus Packesel raus? Mhm. 170 sind im Steinofen. Naja, gut, wenn du mithilfst, wenn wir alles zusammen machen, ist schöner als getrennt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der denn jetzt war, der Spino. Ah, da unten ist er, da! Ja, ja, das. Der ist relativ nah. Wir sind ja von ihm weggelaufen. Und mal gucken, ob ich ihn anschließen kann oder wie ich das denn hier am besten mache. Da unten ist der Spino. Ja, das geht doch, oder? Achso, ich habe jetzt keine Armbrust. Ach, vergessen. Ich brauche eine Armbrust, sonst geht's nicht. So gut, dann weiß ich schon mal, dass ich ihn zähmen kann. Quetsch dich durch, Koko. Wir wollen zu dem Artefakt. Oh Gott, die Rüstung ist 10 Kilogramm. Also pro Teil. Oh Gott. Da bist du ja schon mal belastet dann. Nee, nee, nee. Was muss ich hier machen? Nicht, eigentlich nicht. E. Versorgungskiste öffnen, ja? Genau. Wie ich aussehe. Wasserkrass. Krass sehe ich aus. Kristall, Leder, Zement. Was ist los? Und du stirbst doch schon wieder. Willst du jemanden angreifen? Was ist denn los? Mann. Du stirbst doch schon wieder und willst jemanden angreifen. Gott, ich will bei Nebel einen Spinosaurus zähmen. Ich hatte aber auch noch nie eine bessere Idee, oder? Mhm. Ich hoffe, der kommt da nicht hoch, der Spino. Dass nicht wieder voll fliegt. Das ist schwer. Drück doch mal, mach doch mal ein Fadenkreuz auf ihn drauf. Und dann nicht mehr. Scheiße, die Pfeile sind alle weg, ne?
Wie? Naja, die sind verbraucht. Ich glaube, das ist zu weit weg, Schatzi. Hast du gedacht, es würde einfach werden? Hast du wirklich gedacht, es würde einfach werden? Geh doch da auf den Felsvorsprung. Nee, dann kommt er hoch. Habt ihr mich jetzt? Pass auf, nicht, dass er dich fängt. Ne? Ja, klar, klar. Eigentlich müsste der aber... Och, ich weiß nicht, wie sehr der Akku wird. Oh Gott. Kann halt sein, dass du stirbst, ne? San Petra. Ja. Aber wir können ja meine Sachen eigentlich einfach wiederholen. Von da kannst du jetzt nicht schießen, ne? Das geht nicht. Nein, warte. Nein. Willst du ihn locken oder was? Ja, ich will ihn zur Klippe locken. Ja, das sieht so aus, aber... Ist er jetzt... Hä? Ist das so ein freundlicher Spino? Ist es überhaupt ein Spino? Es ist ein Spino, ja. Ich weiß nur nicht, ob meine Ausdauer dann ausgeht. Ich hab Angst, dass wenn ich ihn jetzt zu sehr locke, dass er... Er kann halt sich so aufstellen. Weiß nicht, wie hoch er damit kommt. Seine Attacke. Ich würde da an dem Felsvorsprung in den Kaiser. Jetzt hat er geschafft, oder? Ich würde an den Felsvorsprung einen Pfeil schießen, wenn er in dem Moment, wenn er kommt, hoch, weiter hoch. Jetzt geht er da lang. Ich glaube, jetzt kann ich. Wenn ich jetzt hier lande, könnte ich. Jetzt. Pass auf. Da ist er. Pass auf, du musst los! Oder? Nein! Ich kann ihn so zählen! Er bleibt stehen! Pass auf! Er läuft schon! Vielleicht nimmt er auch nur Anlauf. Romeo, er nimmt Anlauf. Ja, du machst ihn schaden. Nein, ich will ihn dann betäuben. Da meine ich doch. Der kommt nicht hoch, der kommt da nicht hoch. Ja, aber wenn er hochkommt, muss ich ganz schnell weg. Der kommt. Warum ich schaff's? Wir wollen heute ein Spino. Warum? Er ist doch wieder gekommen. Das Spiel läuft weiter. Er kommt. Und du kannst schießen. Ich hab ganz schlimm Angst, dass er links kommt. Aber vertrau mir doch. Der nimmt jetzt wieder Anlauf, kommt wieder und dann. Ich verstehe das aber nicht. Ich weiß nicht, ob ich genug Pfeile habe. Klar. Warum kommt er denn jetzt nicht? Komm, ja, jetzt kommt er. Er will einen Weg hochfinden, aber der findet halt keinen. Ich hab ihn getroffen. Er liegt! Ja! Du musst ganz schnell kommen jetzt! Warum? Weil ich Fleisch brauche! Bist du doof oder was? Warum sagst du nicht, dass ich gleich kommen soll? Naja, weil er sich sonst frisst. Dann hätte ich doch aber weiter Dings. Jetzt muss ich kommen, ich bin... Dauert. Ich hab Fleisch. Willkommen. Er wird gezähmt. Weiblicher Spino. Du musst ganz schnell kommen. Nee. Level 8. Oh Gott.
Spinosattel ist ab Level 71. Geil. Sattel haben wir noch nicht. Ja und? Wir haben eine Tötungsmaschine. Und dann wird das mit SPI geschrieben? SPI? Ja. Spino. Bewusstlosigkeit geht rapide runter. Was müssen wir machen? Naja, Narkotik oder Narkobären. Hast du Betäubungsmittel? Nein, leider nicht. Ich habe auch keine Narkobären. Meinst du, man muss ihm dann noch was reinlegen? Ja klar, und man muss das auch verfüttern, weil er wird gleich aufwachen. Ach Quatsch, ist doch nur ein kleiner Balken. Aber Zähmung bei mir 0%? Ja, bei mir auch. Das dauert bei ihm ziemlich lange. Ja, dann würde ich mal sagen... Sein Lieblingsessen ist Fisch. Dann würde ich mal sagen, sammel doch einfach mal ein paar Narkobären. Sammel du Narkobären, ich sammel Fisch. Geh doch in den Sakko rein, in den Kroko rein. Der hat keinen Fisch. Hat keinen Fisch? Ja. Okay, irgendwas Böller wurde getötet. Gut, jetzt habe ich Fisch. Oder was? Ja, ich hab Fisch. Also besser gesagt, Kroko hat Fisch. Och, hat er jetzt schon das Fisch wieder gefuttert? Nee. So. Der Spino wurde gezähmt. Und wir nennen sie... Unsere Sibylle ist da! Yay! Sibylle, komm mal! Jawohl, Sibylle ist doch super. Ist doch ein toller Name. Das ist jetzt Nacht am Himmel, Herrgott! Jetzt haben wir aber hier lang gestanden. Was? Wem folgt denn Kro? Nein. Oh Gott! Was machst du? Du kannst das Vieh nicht einfach auf mich draufstellen. Oh Gott, der hat Schwimm heute. Nein, sie. Sibylle ist rot. Ich dachte, was macht Kro jetzt? Aber es ist Sibylle gewesen. Außerdem ist es ja Kroko. Kro ist ja gestorben. Ja, Kro ist leider tot. So, ich würde sagen, erstmal zur Earth Space zurück, ja? Ja. Aber Sibylle kriegt richtig viel Leben dazu, wenn man sie alle ab. Das ist voll gut. So, ich gehe jetzt mit Sibylle los und levele ein bisschen, weil sie ist nicht allzu stark. Ich hab trotzdem Angst vor Sibylle. Ich bin gerade mit Packesel hier drüben und farme Narkobär. Ja, oh Gott, die hat den Baum umgerannt. Ja, die kann Bäume umrennen. Nein. Doch. Halleluja. Die könnte durch den Sumpf einfach durchmähen. Guck mal, so ein blaues Ding hinten. Siehst du das? Da hinten? Ja, geh da mal hin. Da sind bestimmt auch Sachen. Also da dann rechts dran vorbei. Wie die Erde bebt, wenn die Sibylle sich bewegt. Das ist fast am na, wie heißt das hier? Wasserfall müsste das sein. Fast. Mit Sibylle bin ich ja komplett stark. Da kann ich ja sogar einen T-Rex, könnte ich damit ja wegklatschen. Sicher? Ja klar! Ein T-Rex ist für Sibylle kein Problem. Hast du schon rechte Maustaste ausprobiert? Wie? Ach, nee. Ich kann dann noch nicht reiten. Ab Level 71. Erst mit Sattel dann. Aber ich bin gleich. Ich bin jetzt, wenn ich noch ein Level aufsteigt, bin ich Level 70. Ach so, ja. Dann können wir gucken, was der Sattel braucht, oder? Genau. Also, wenn ich Level 71 bin. Aber ich bin dann schon Level 71. Ich dachte, dass du so hoch kommst. Wo ist das blaue Ding? Da oben auf dem Berg. Auf dem Ding. Ja, da spawnen die immer. Warte, ich gehe vielleicht da. Ich glaube, da bin ich auch mal hochgekommen mit, nicht mit Kroko. Mit Barry. Baupläne. Für? Schmiede und Tordings. Habe ich beides erforscht. Sibylle? Hinter mir.
Geil. Hast du gerade gesehen, wie, ja, wie schnell die war? Geil. Golach. Golach. Wie viele Narkosepfeile hast du jetzt noch? Ich habe noch 51. Das heißt, so ungefähr 20 hast du verbraucht? Ja, weil ich bin mit 70 los. Und dann, ja, ich greife besser eine Schildkröte an, weil ich halt... Wieso können wir sie nicht hier lassen? Wir können sie doch hier lassen. Der macht... Die Bille macht 120 Schaden! Ja! Der macht 120 Schaden! Mit einem Schlag! Der ist richtig krass! Ich kann mit dem alles töten! Ich kann mit dem alles töten! Der ist unbesiegbar! Wo bist denn du jetzt? Bei unserer Reisbörse. Ich geh mal da auf die Dino-Wiese, da waren noch mal ein paar. Kannst du auf mich warten irgendwie? Achso, ja, dann warte ich. Nein, er will die Leiche von der Mega-Neura. Ja. Oh, ja, dann müssen wir mal was machen. 25 Chitin habe ich gekriegt. Hier ist irgendwas. Das ist ein kleiner Dilofo. Ja, dann dann setz dich mal auf Kroko. Setz dich drauf. Wenn ich drauf sitze, greift das nicht an, oder was? Ja. Okay. Das war einmal gebissen. Also hier kommt man ja jetzt schon. Da könnte ein Bär sein, hinter den Bäumen. Warte ganz, ganz kurz. Ich muss ganz dringend trinken. Da ist irgendwie Bär oder irgend sowas ist das. Ja, nee, dann geh erst trinken und essen. Das ist die Mumie. Ein Braune. Ich geh kurz zum Wasser trinken. Ja, ich muss auch, ich würde auch sagen, wir gehen kurz runter nochmal. Ja. Oh, hier ist noch ein Dilopo, den kannst du noch weghauen. Ich muss einfach nur alles anhauen, was in meine Nähe kommt. Und dann haut er das weg. Aber nur hier aber oben sterbe. Warum ist er noch immer da? Der bleibt immer bei der Leiche, Romeo. Du musst es wegmachen. Soll ich wegmachen? Nee, warte. Ich bin schon da. Na, wegen deinem Durst, dachte ich. Weil er läuft sonst nicht weiter, aus irgendeinem Grund. Ja, jetzt läuft er wieder. Also mit dem Sattel wird er unbesiegbar sein. Manche Leute sagen sogar, er ist die stärkste Kreatur in Ark. Und die gefährlichste halt. Oh. Na gut, dann hab ich keine mehr. 27 Narkotik. Warum stirbst denn du schon wieder? Oh. Verdammt, Hunger. Oh, 31 gebratenes Fleisch. Meine Mami hat gekocht. Er erinnert mich so ein bisschen an den Indoraptor. Ja. So mit dem und dass der so auf vier Beinen läuft. Also du reitest auf Kroko, ich auf Ferry und wir nehmen Sibylle mit. Genau. Und wir gehen rüber Richtung Sumpf. Richtig? Ja, warte. Genau, Sibylle, folge Kroko. Gut. Ja, also das Ziel, was Kroko angreift, greift Sibylle mit an. Ja, und ich habe Ferry und kann quasi auch... Genau, wir gehen rüber zum Sumpf. Ist Sibylle schnell im Wasser? Super schnell, ja. Naja, die ist direkt hinter mir. Naja, sie ist immer schnell auf. Sie wartet zwei Schritte und dann folgt sie dir. Weil ich komme mit Barry besser klar. Und die hängt auch nicht an Bäumen fest oder so, oder? Nee, gar nicht. Die trampelt hier einfach um. So, hier im Sumpf.
sind wir an derselben Position? Ja, genau. Ja, ich bin bei dir. Ja, es ist immer wichtig, dass immer so Sibylle da ist und ich guck was immer. Ja, ich sehe aber Sibylle immer oben in meinem Bild. Bildchen. Sag auch, wenn ich gefahren bin. Oder wenn ich Hilfe brauche, ruf ich. Ja. Ich würde ja hier vielleicht gerne noch irgendwie einen Sarko oder einen Tapu empfehlen, wenn wir einen finden. Ein bisschen Lärm da, ne? Lange irgendwo? Nein, nein, mein Sarko macht so viel Lärm. Hier ist eine Schnecke, aber die will ich nicht töten, die mache ich allerdings. Hier ist ein Paracer, warte. Wir gucken, ob der männlich ist. Wenn er männlich ist, nehme ich ihn. Warte ganz kurz. Wild männlicher Paracer. Ja, okay, dann. Dann zähmen. Also probieren. Vielleicht braucht er ja ab. Nee, nee, der greift ja an. Ich will jetzt nur. Auf wenn du dann gut drückst, ja? Dann greifen die dein Ziel auch nicht an, oder was? Nee, ich hab jetzt Ö. Das bedeutet, sie greifen generell mein Ziel nicht mehr an. Wenn ich ganz kurz nochmal in Sibylle reingucke, da dann steht da. Nein, nicht J. Wieso denn J? Wenn sie mir folgen. Nein, sie greifen mein Ziel nicht mehr an. Okay. Ich hab die ja auf neutral jetzt gefügt. Weil wenn uns hier was passiert ist. Ich lauf dir nach. Der Paracer ist weg. Nee, der ist hinter den Bäumen hier. Das war irgendwo so eine Schlange. Du darfst aber den Paracer nicht angreifen. Ja, ich bin hier in die Bäume rein gelaufen, damit er sich nicht mehr folgen kann. Der Sauerstoff wird nicht angekratzt. Ja, meine Nummer Geilheit geht runter. So. Ich hab versucht, dich. Nee, 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 du hättest das nicht machen müssen, egal. So, hier ist der Paracer. Ich leg da. Der braucht eigentlich Major Berries. Gib ihm die anderen noch holen. Oder stehen die da stabil? Es wird dunkel, wir müssen gehen. Wir dürfen nicht gehen. Also ich will. Weißt du, wo die anderen sind? Ich will die nämlich haben. Ja, geradeaus und rechts. Die kämpfen! Mit was? Ich weiß es nicht. Mit einer Schlange haben sie gekämpft. Holst du sie? Ja. Gehe ich wieder zum Fuß.
Bogenschütze. Okay, da ist der Spino, ich sehe ihn. Ja, dann musst du... Scheiße. Du musst hier weg von uns. Wieso? Na, wenn der da kommt zu uns. Ich weiß nicht, wo Groko ist. Groko. Folgt mir jetzt, Sibylle. Ja, Sibylle folgt mir. Ich werde jetzt auf Groko steigen. Wo ist jetzt Sibylle wieder? Hinter dir. Hier. Nee, bei mir hier. Ernsthaft? Wo ist Sibylle? Ich sehe sie nicht. Hier. Malte Super. Ist da. Malte ist aufgestanden. Malte, so. Ja. Ah, nee. So, und wir sollten uns jetzt beeilen und nach Hause gehen. Das bedeutet... Ja, dann waren wir doch gar nicht weit von zu Hause weg. Also, was kommen unsere Dinos? Hä? Kommen unsere Dinos? Ja. Malte kommt. Der Malte braucht für sie, der ist nicht der Schnellste. Ja, Malte ist... Deswegen habe ich den ja auch auf Bewegungsgeschwindigkeit geskillt. Und deswegen bleibt er jetzt auch daheim. Ja. Mach mal U. Sonst rennt er uns da alles um. Pack den mal ein Stück weiter weg, den Fettarsch. Wieso? Ja, weil der da alles versperrt. Kommst du da nicht mehr rein? Okay. Ja klar, jetzt wackelt's. So, wir müssen Mecho-Berries mitnehmen. Und Stimbeeren, ja? Ja. So, es ist jetzt einige Zeit vergangen. Wir haben sehr viel Eisen gefarmt. Und ich habe mir mal einen Revolver gecraftet, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ich werde jetzt einfach mal da diesen Stego da anfracken. Okay. Ach, der ist ein Rodon, Leute. Ich bin super schwer. Was ist denn hier? So. Der Revolver. Gucken, wie der schießt. Cool. Was an? Gut. Ich würde gern kurz nach Hause. Oh. Einfach erlegt. Sibylle ist einfach so eine Kraftmaschine. Ja. Kommst du kurz mit nach Hause? Wo bist du? Ein Stück weiter hinter euch, weil ich bin sehr langsam, ich bin überladen. Ich habe Metall gefarmt und alles. Müssen wir jetzt nicht auf die andere Seite, wo müssen wir denn lang? Ja, wieder hier in meine Richtung, zurück. Ja gut, okay, war jetzt eh Ausnahmesituation, ja, okay. Zu Hause angekommen und wir haben auch was hergestellt. Das hat die Lilly im Inventar. Wir müssen dann noch einen Tyrannodon dafür suchen. Wir haben nämlich jetzt einen Tyrannodon-Sattel noch hergestellt mit genau. Unserem Chitin und wir haben noch Chitin gefarmt. Petra ist noch drüben und ja. Auch Packesel ist noch drüben. Und wenn ihr mich sehen könnt, hallo. Ja. Ich bin jetzt auch metallisch. Genau. Sieht cool aus. Ja, ne? Ich habe der Lilly auch noch Flakrüstung gecraftet, weil. Und das Coole ist, Kroko, ich nenne ihn immer Kroko hatte eine Metallaxt auch. Hat er geschnupft sozusagen. Genau. Und die habe ich auch jetzt. Also, genau. Ja, zwei. Genau. Ja, mega cool, es geht weiter. Wir
sehen uns aber dann, denke ich mal, im nächsten Part. Ja, das war's jetzt mit dem Part von Axel Wagen die Wolf. Und tschüss. Und tschüss.